Star Mobs. Moment, Inventar. Wie viel... Wo konnte ich das denn sehen? Wo sehe ich die Tränke? Da. Ach du Kacke. Dann merke ich ja erst jetzt. Wobei ich das jetzt im Moment gerade nicht verstehe. Ich habe gerade die Vermutung, dass die Tränke, die 8 von 8, die wir hatten, weil wir nur noch 5 von 8 haben, für alle Charaktere zählen, weil alle nur 5 von 8 haben. Das ist natürlich heftig. Ich hätte gedacht, dass jeder Charakter seine eigene Tranktasche hat. Das ist heftig. Also die 8 von 8 zählen für alle und nur die man zusätzlich anscheinend anlegt, kann man individuell nutzen. Oh, das ist nicht so schön. Beziehungsweise ist heftiger, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich hätte 8 von 8 für jeden. Das ist krass. Pause beenden. Aua, wo? Wer? Was? Ach, du hast hier ein Schild gebufft. Ja, das hättest du mal im Kampf machen sollen. Nein! Ich möchte bitte mich spielen. Dankeschön. Achso, der ist so weit weg und ich caste ins Nichts. Das ist dumm. Nein, beziehungsweise ich caste, glaube ich, den Riss an. Ja, der wieder belebt. Was? Oh, hier, raus aus der Suppe. Raus aus der Suppe. Boah, es macht so viel Schaden. Oh, hier weg. So, Riss ist geschwächt. Kann ich auch nichts mitmachen. Gut, ganz kurz mal hier den Riss looten. So, dann haben wir den auch kaputt gemacht. Wunderbar. Bisschen Kollateralschaden an Gesundheitspunkten, aber Hauptmanns Langschwert. Ja, sagen wir ein. Wobei, warum so ein Geist so ein Langschwert dabei hat. Und Level up. Na, wunderbar. Dann müssen wir ja doch mal gucken. Ja, Raffi. Gut, Wochenende. Dragon Age spielen, alles super. Alles super. So, wir wollten gucken, was Cassandra eventuell mit einem... Den haben wir... Achso, den habe ich ausgerüstet. 69. 3 Angriff, Bonus auf Blockschaden. Nö, dann bist du definitiv uninteressant. Geh weg. Dann können wir lieber nochmal ein bisschen skillen. Fangen wir wieder bei mir an. Stand da nicht, ich hätte eine Macht dazu gewonnen oder ist Macht nicht gleichbedeutend? Ja, anscheinend nicht. Inquisition und Macht. Okay. Das mit der Macht. Ja gut, die Inquisitionsboni gelten, ja, die gelten anscheinend für alle. Also es gibt einmal Inquisitionsboni, Macht und Level. Ja gut, irgendwas konnten wir ja, upsa, mit der Macht an diesem Tisch freischalten. Irgendwie welche Gebiete wir freischalten oder so. Eventuell ist das auch so eine Art Level-Indikator, dass man halt höhere Gebiete nur mit mehr Macht und Inquisitionspunkten Templer haben meinen Mann ermordet und ihm seinen Ring vom Finger gestohlen. Sie verdienen den Tod. Herr Rift habe ich nicht... Upsa. Geplündert? Ihr sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die sie aus dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde.
Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre. Lebt wohl. Gut, können wir dich ja noch ausplündern? Nicht wirklich, ne? Du hast nichts. Oh, doch, da unten war was. Und da hinten war noch was? Ach ja, das warst du. Die Witwe. Gut, dann können wir hier wieder raus. Ah, da hinten sind wieder böse Buben. Ach, dann, ja, das ist auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass er dann einfach irgendwann umschaltet, und zwar auf die Flora und Fauna. Aber gut, ist ja jetzt nicht so schlimm, das Mana regeneriert ja doch recht zügig. So, Karte. Questkarte. Und hier oben hätten wir noch ein Lager. Und wir können aktivieren. Zurück, Tagebuch, zoomen. Also wir können da nicht hinreisen, glaube ich. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, reisen wir dahin. Geh komplett in die falsche Richtung. Habe ich das jetzt aktiviert? So. Raffi, prinzipiell erstmal auf jeden Fall wieder so bis 3, bei Lust, Laune und Zuschauern gegebenenfalls auch länger. Müssen wir halt schauen. Ich will das Spiel ja selbst spielen und im Moment spiele ich es ja halt in Anführungsstrichen nur im Stream. Und da ich selbst spielen will, muss ich dann auch streamen. So einfach ist das. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Plus danach haben wir ja noch GTA und Far Cry 4. Irgendwann. Also das heißt, für die nächsten Wochen Late-Night-Stream haben wir so viel Stuff. Freue ich mich halt schon drauf, die ganzen Spiele mit euch zu spielen. Na, du gehst mal bitte direkt mal bitte weg. Genau. Schön in Panik versetzen. Und dann haben wir den auch weggerumpelt. Waffenbruchstücke? Wo rennen die denn hin? Wo rennen die hin? Wo? Achso, jetzt sind sie fertig. Ne, wunderbar. Da haben wir schon wieder eine Quest. GTA hat er auch. Ja, ich habe es, wie gesagt, nur installiert und gepatcht. Noch nicht reingeschaut. Entschuldigt bitte. Habt ihr vielleicht noch eine andere Späherin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Nee, die haben wir nicht gesehen, oder? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Naja, vielleicht finden wir die ja. Wir unterhalten uns später. Nichts zu danken, Lumbo. Wie hat das, was ich bis jetzt gehört habe, von GTA soll sehr gut sein. Bin ich halt schon sehr gespannt drauf. Wie gesagt, massig neue Songs, neue Klamotten, die du im Spiel machen kannst. Ich weiß ja nicht, ob du das auf der PS3 gespielt hast. Ich habe es ja auch gespielt, aber nicht durchgespielt. Also von daher bin ich da sowieso gespannt drauf. Riesenwürste. Und Tomaten. Und Knoblauch und Petersilie, Oregano. Aber die Würste, Mann. Alter Vater, ey. Ja, die Frage ist auch, ob jetzt dieses Gebiet hier schon nach Leveln aufgebaut ist. Also sprich, die vorgegebene Richtung ist halt quasi Level gleich. Da, wo ich jetzt hingehe, schon über Level oder so. Das müssen wir ja auch mal schenken. Nicht, dass wir hier derbe gleich aufs Mäulchen kriegen. Hier könnten wir unser Lager aufschlagen. Was passiert dann? Wir machen das mal. Pionier. Achso, und hier könnte ich jetzt auch wieder die Tränke auffüllen, wa? Lager der Inquisition. Achso, und Macht. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Habe ich zu spät gedrückt. Ja, habe ich zu spät gedrückt. So, haben wir denn jetzt wieder Tränke? Ja. Also im Lager können wir definitiv dann quasi, also sind die Leuchtfeuer oder Checkpoints, wenn man so will.
Das ist schon mal gut zu wissen. Gruppe wechseln, ja genau, das konnten wir ja auch. Dann können wir hier rasten, was wahrscheinlich die Tränke auffüllt. Pieper Pops. So, was haben wir hier? Wir brauchen... Achso, das haben wir. Onyx, Eisen und Dings. Dann können wir hier das abgeben. Die geologischen Studien. Ja, dann machen wir das doch mal. So, was können wir hier herstellen? Requirierung, Gegenstand herstellen. Onyx erforderlich. 5 Onyx. Ja, und was stelle ich her? Das sehe ich nicht. Ja, hä? Verstehe ich nicht so ganz. Ich drücke jetzt einfach mal hier bei dem unteren auf Gegenstand herstellen. Mal gucken, was jetzt passiert. Achso, du hast... Achso, aus beiden zusammen. Okay, das haben sie auch ein bisschen komisch gemacht. Du hast Folgendes hergestellt. Geologische Studien der Hinterlande. Mehrere zwergische Scholaren der Universität von Orlais haben um Ernstproben aus dem fereldischen Hinterland gebeten. Belohnung plus 1 Macht. Ja, und da fehlt uns noch dieser Holzschlagort. Reisen. Wenn du außerhalb eines Dungeons bist, kannst du die Questkarte nutzen, um die weit entfernten Orte zu reisen. Drücke Options und wähle im Heldenmenü die Questkarte. Drücke auf der Questkarte, um die Weltkarte aufzurufen, um freigeschaltete Gebiete zu reisen. Aha. Tränke ausrüsten. Ja gut, da haben wir die 8 ja wieder bekommen. Soweit so klar. Achso, hier ist sogar wieder eine Quest. Moment. Options, Weltkarte... Aber zwischen den Lagern kann ich nicht reisen, oder? Ah, Hinterlande. Haven. Ja, dass ich hier reisen kann, weiß ich. Aber die Frage ist... Boah, aber Freunde, guckt euch das mal an. Also wenn das wirklich die Hauptstadt ist, also so Haven quasi Kirkwall, dann haben wir hier die Hinterlande, die ja auch anscheinend schon gigantisch groß sind. Und wir haben hier anscheinend noch mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alter Schwede. Das Spiel sieht groß aus. Denn ich glaube, wir sind jetzt hier nur in diesem Bereich. In den Hinterlanden. Kann ich hier zoomen? Nicht so ganz. Online klemmt. Ja, ich denke aber, dass die halt fixen. Rockstar bzw. Take-Two gibt sich da mal Mühe. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Hast du wieder so eine geologische Studie. Ja gut, die brauchen wir uns ja nicht unbedingt anschauen, weil das machen wir ja mehr oder minder on the fly. Ah, schon wieder die falsche Taste, Mann. Ah, das geht hier aber definitiv weiter. Ja, liebe Freunde, ich glaube, das machen wir nachher. Wir sind ja jetzt schon gut aus dem Gebiet rausgekommen. Dann gucken wir uns lieber hier die Höhle nochmal an. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Und gehen dann erstmal den Weg zurück und machen die Hauptquest. Nicht, dass uns nachher die Hauptquest nachher doch dahin führt und wir Trollolol über den Weg 5-mal unnötig gegangen sind. Was bei meinem Glück nicht selten vorkommt. Aber gucken wir uns erstmal die Höhle an. Da waren wir. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu der Höhle hin? Was besorgter Speer? Ja, wir haben ja schon miteinander geredet. Du hast uns die Quest gegeben. Tschüss. Wollte dich doch gar nicht ansprechen. Können wir, wenn ich denn das Spiel dann spiele, Waynes, gerne machen. Also wie gesagt, was als erstes mal irgendwann ansteht, wenn wir hier Singleplayer durch sind, dann Dragon Age mal Multiplayer gucken, ob jemand dann das Spiel auf der PS4 hat und mitspielen will. Keine Ahnung. Wenn, dann können wir das machen. Danach dann halt... GTA oder Far Cry, und wenn das halt dran ist, dann können wir das gerne auch Multiplayer spielen. Nur jetzt so durch die Gegend wubbeln mit verschiedenen Spielen, da halte ich nicht viel von. Also immer erstmal ein Spiel zu Ende machen. Tötet den Krieger, nein! Lass den Krieger leben! Wo?
Achso, die lösen sich auf. Da hinten haben wir aber nochmal solche Wubbels. Nein, ich wollte den nicht. Ich wollte den doch angreifen. Einer weniger! Oh, die Cast-Animation, muss ich sagen, erinnert auch wirklich stark an Kingdoms of Amalur. Gerade halt diese Rumwubbel mit dem Stab. Seide. Was haben wir hier noch? Alles. Ach, das ist. Ah, ist das hier ein Dungeon oder was? Oder was können wir hier machen? Kann hier gar nichts machen. Achso, jetzt ist es weg, weil wir die Höhle betreten haben, verstehe ich. Das war halt quasi nur so ein für Superblinde, hier ist ein Höhleneingang, verstehe ich. Oh Gott, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um mein Gewicht. Kann bestimmt nicht mehr so viel mitnehmen. Oh oh. Irgendwas schnaubt. Achso, das war hier wieder dieses komische Schwein. Schweine. Ja, wieso kann ich den looten, aber den hier nicht? Ach doch, jetzt kann ich ihn looten. Wollte schon sagen. Ja, wie gesagt, ich weiß, man kann es mit Spielauswahl nie allen recht machen. Das ist halt so. Wie gesagt, da kann ich auch nochmal sagen, sorry, wenn mal ein Spiel dabei ist, was euch dann just im Stream halt mal nicht gefällt. Wie gesagt, der eine mag keinen Horror, der guckt dann keinen Evil Within. Kann ich verstehen. Der eine mag keine RPGs. Der guckt dann halt jetzt vielleicht Dragon Age nicht. Geht halt nicht, dass ich alles gleichzeitig mache. Und warum kann ich dieses Ding hier nicht öffnen? Ich will die Kiste looten. Oh, ich habe das Schwein angegriffen. Sorry, Schwein. Ich wollte dich nicht. Arme Schwein. Ja, keine Ahnung. Ich kann die Kiste leider nicht looten. Na dann nicht. Ach, da sind wieder die bösen Wölfe. Erstmal nehme ich aber hier den Stein auch mit. Ja, keine Ahnung. Hätte jetzt gedacht, da gibt's mehr. Das war das Astrarium. Ne, Moment, sind wir hier gestartet bei dem Astrarium? Ja, komm, wir kommen hier, glaube ich, eh dran vorbei. Können wir nochmal gucken. Ja, da drüben ist es, aber ich glaube, da waren wir. Da sind wir nämlich jetzt einmal mehr oder minder so einen Kreis schon gelaufen. Ach so, das ist der... Ah, der Kartenpunkt ist das, den ich setze. Das ist das Blaue. Verstehe ich. Ja, gut, okay. Da, hier an dem Moped waren wir schon. Wunderbar. Dann holen wir uns erstmal hier den Splitter. Moment, habe ich das Ding jetzt gesetzt? Nein, habe ich nicht. Oh, jetzt habe ich es gesetzt. Fluffy und auch Vlad, euch beide habe ich noch nicht gelesen, seid gegrüßt. So, hier können wir nochmal was mitnehmen. Befehle. Brief bei einem Banditen. Die Patrouillen gehen so weiter, wie wir es festgelegt hatten. Sollte es bei Zusammenstößen zu Verletzten kommen, kennzeichnet ihr die Stelle und zieht ihr euch in die... Sollte es bei Zusammenstößen zu Verletzten kommen, kennzeichnet ihr die Stelle und zieht ihr euch in die Villa zurück. Das ist doch kein vernünftiger Satz, oder habe ich nur gerade einen Gehirn-Blackout? Wir müssen kampffähig bleiben, um genügend Präsenz zu zeigen und jegliche Flüchtlinge von der Gegend fernzuhalten. Das müsste heißen, und ihr zieht euch in die Villa zurück, oder? Kennzeichnet ihr die Stelle und ihr zieht euch in die Villa zurück. Ja, das ist falsch. Ist falsch übersetzt. Naja, anyways.
Waynes, gute Nacht. Krieg die Frühschicht morgen gut rum. Ich hoffe, dass du da ein Wochenende hast und nicht am Sonntag nochmal raus musst. Wie gesagt, gibt ja den Re-Upload häppchenweise auf YouTube, falls du halt nicht selbst spielst und weiter gucken willst. Da verpasst du halt nichts. So, und wir haben hier irgendwo eine Scherbe. Da oben ist die Scherbe. Müssen wir wieder hoch. Ah, super, jetzt bin ich hier schon wieder runtergewubbelt. Nein, warum? Warum bin ich nur so dumm? Da sehe ich sie doch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da am besten hin? Ich glaube, wir gehen erstmal hier oben rum. Ich spiele das Spiel wie ein Plattformer. Unglaublich. Hier. Ja, jetzt. Scharfsichtig, du hast eine Trophäe erhalten. Ich kann mit Gewissheit sagen, was das hier ist, aber es muss einen Grund geben, warum es durch den Schädel erleuchtet wurde. Mir macht es bis jetzt echt viel Spaß. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Klar, er kommt halt nach und nach und fragt, ist nicht böse, Fluffy. Ist halt so eine Mischung aus Kingdoms of Amalur und Dragon Age 1. Wie gesagt, die Weitläufigkeit gefällt mir halt im Moment sehr gut. Das ist halt deutlich mehr Kingdoms of Amalur als Dragon Age 2, was ja doch sehr schlauchig war. Ihr kämpft gut, Sucherin. Würde ich es nicht tun, wären wir bereits tot. Kampfsystem ist halt zumindest jetzt beim Magier doch sehr Action und nicht unbedingt viel Taktik, aber so die Welt gefällt mir an sich. So, wir sind hier. Scherben. Ja, dann holen wir uns die doch erstmal. Das ist die Frage, gehen wir oben rum, oder? Und das habe ich halt auch gerade schon verglichen. Es ist halt vom Gefühl her ein großer Unterschied zu den Ubisoft Open World Dingern, die ja mit Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed nahezu immer dieselbe Formel in letzter Zeit haben. Na, was heißt in letzter Zeit? Eigentlich seit Assassin's Creed 2. Und das hier ist zwar jetzt auch Open World, aber es fühlt sich deutlich anders an. Also deutlich frischer, wie ich es halt gerade genannt habe. Und wie gesagt, wir erkunden hier halt, wir wissen nicht so, was auf uns zukommt, was das alles zu bedeuten hat, wo es hingeht. Und das, finde ich, ist halt gerade spannend. Ja, ja, gut, ich habe den Questpunkt gesehen, der müsste hier drüben sein. Hier draußen, hier rum. Ja, da. Gut, dann haben wir die auch. Schauen wir nochmal. Dann war doch direkt noch eine Scherbe in der Nähe. Können wir uns da nämlich direkt hinwubbeln. Oh Gott, das war wieder bei dem Ding da. Ja, weiß ich nicht. Es hat halt irgendwas. Oh was. Oh ja, und die Frage ist beantwortet. Es gibt Fallschaden. Dann haben wir das auch geklärt. Also irgendwo runterspringen ist nicht ganz so gut. Ja, Tränke scheinen ja halt für alle zu zählen. Also die 8, die man hat, ich weiß nicht, ob man die irgendwie wie Estus irgendwann aufwerten kann, dass man mehr mitnehmen kann. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich selbst als Magier werde hinten nicht so viel brauchen, aber gerade auf dem Tank. Da oben. Oh, da war auch noch was. Ne, da war nix. Komm ich hier hoch? Na komm, gehen wir außen rum. Nehmen noch die Elfenwurzel mit. Jetzt fragt der Varian auch. Ich nimm's gleich auf und mach's als Spielzimmer ein. Ja, gut, Herr Varian. Wie gesagt, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Mir macht Spaß. Ist halt deutlich open-worldiger. Genau diese Objekte sind. Am PC, gut, ich spiele an der PS4, Unicorn, da kann ich halt nicht viel zu sagen. Ist halt anscheinend der Trend, dass irgendwie die Ports nicht so wirklich gut funktionieren. Warum auch immer. Ich habe halt den Port-Report von Total Biscuit gesehen.
Er meinte halt, es ginge, abgesehen von ein paar unerklärlichen Frame-Einbrüchen, gerade in den Zwischensequenzen, bis hin zu einer sehr konsoligen Steuerung. Klar, ich meine, du hast hier halt eben Radialmenüs, die du halt mit dem Pad super aufrufen kannst. Ich weiß nicht, wie es halt eben mit Maus und Tastatur halt ist. Da sind solche Kreismenüs natürlich immer nicht ganz so schön. Die sind halt wirklich halt für Konsole gebaut worden. Was ist das denn hier für ein Wubbelding? Ach, hier waren wir, ne? Das Ding haben wir eingenommen und haben die Macht bekommen. Alter, wie viele Blumen hier sind. Das ist der reinste Blumengarten. Ich bin der